Oberflächlich betrachtet sehen einige Veränderungen negativ aus. Aber du wirst feststellen, dass in deinem Leben Raum geschaffen wird, damit etwas Neues entsteht. Beim spirituellen Pfad geht es nicht darum, sich etwas anzueignen, sondern etwas loszuwerden. Lerne loszulassen. Es ist der Schlüssel zum Glück. Gebrochene Herzen schmerzen, aber sie machen dich stark. Nichts ist entspannender, als das anzunehmen, was kommt. Der Kopf muss lernen, loszulassen, damit die Seele wieder atmen und das Herz wieder zur Ruhe kommen kann. Wenn ich loslasse, was ich bin, werde ich, was ich sein könnte. Wenn ich loslasse, was ich habe, bekomme ich, was ich brauche. Manchmal kann Weitergehen hart sein und schmerzlich, aber festhalten an etwas, was niemals sein kann, ist noch schwieriger. Weine, vergebe, lerne, mach weiter. Lass deine Tränen die Saat deines zukünftigen Glücks genießen. Nichts haben. Alles besitzen, so lässt sich die Haltung von Weisen aus allen Religionen zu allen Zeiten beschreiben. Nur wer sein Herz an nichts Geschaffenes hängt, wer loslassen kann, woran andere hängen, der ist wirklich frei. Gelassen ist ein Mensch, der sein Ego losgelassen und sich in Gott hinein ergeben hat, der ruhig geworden ist in seinem Herzen, weil er sich in den göttlichen Grund hinein hat fallen lassen. Man kann in Veränderung nur dann Sinn finden, wenn man in diese eintaucht, mit ihr mitgeht und sich dem Tanz anschließt. Wer Ja sagt zu seinem Schicksal, den führt es voran. Den Widerstrebenden aber schleift es mit. Das Leben kann nur rückwärts betrachtet verstanden werden, aber es muss vorwärts gelebt werden. Lerne aus der Vergangenheit, aber mache sie nicht zu deinem Leben. Du kannst nicht das nächste Kapitel deines Lebens beginnen, wenn du ständig den letzten Abschnitt wiederholst. Die Dinge verändern sich, egal ob wir das nun wollen oder nicht. Wenn wir darauf bestehen, dass alles so bleibt, wie es ist, oder wenn wir das wegstoßen, was wir nicht mögen, dann lassen sich Veränderungen auch nicht aufhalten. Es führt nur zu weiterem Leiden. Wenn du etwas loslässt, bist du etwas glücklicher. Wenn du viel loslässt, bist du viel glücklicher. Wenn du ganz loslässt, bist du frei. Der Mensch kann nicht zu neuen Ufern aufbrechen, wenn er nicht den Mut aufbringt, die alten zu verlassen. Manchmal musst du loslassen, um zu sehen, ob etwas zurückkommt. Kommt nichts zurück, dann war Loslassen die richtige Entscheidung. Da Vergänglichkeit für uns gleichbedeutend ist mit Schmerz, klammern wir uns verzweifelt an die Dinge, obwohl sie sich ständig ändern. Wir haben Angst, loszulassen. Wir haben Angst, wirklich zu leben, weil Leben lernen, loslassen lernen bedeutet. Es liegt eine tragische Komik in unserem Festhalten. Es ist nicht nur vergeblich, sondern es beschert uns genau den Schmerz, den wir um jeden Preis vermeiden wollten.
Die Absicht hinter dem Greifen ist nicht unbedingt schlecht. Es ist an sich nichts falsch an dem Wunsch, glücklich zu sein. Weil aber das, wonach wir greifen, von Natur aus ungreifbar ist, schaffen wir uns immer nur Frustration und Leiden. Loslassen kostet weniger Kraft als Festhalten. Und dennoch ist es schwerer. Was du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir. Für immer. Was du erhältst, nimm ohne Stolz an. Was du verlierst, gib ohne Trauer auf. Werde den Gedanken los, dass dein Glück von irgendetwas außerhalb deiner selbst abhängt. Was wir nicht schaffen, müssen wir loslassen, sonst schafft es uns. In gewisser Weise bedeutet Vergebung bisweilen einfach, dass wir beschließen, den Hass in unserem Inneren nicht länger mitzuschleppen, weil wir begriffen haben, dass er uns vergiftet. Leben bedeutet loslassen und aus Fehlern lernen, Tränen wegwischen und lächeln, die Vergangenheit akzeptieren und die Zukunft leben. Weiterkämpfen, obwohl die Kraft fehlt. Du kannst nur das verlieren, was du hast, aber du kannst nicht verlieren, was du bist. Glück ist nichts, was man herstellen oder wiederherstellen könnte. Glück passiert, aber wenn man es halten oder zurückgewinnen möchte, ist es weg. Vielleicht ist es manchmal besser, alles mit einem Lächeln loszulassen, als es mit Tränen festzuhalten. Das Öffnen des Herzens ist nicht etwas, das man tun kann, sondern etwas, das geschieht. Der Schlüssel dazu ist Bereitschaft. Sobald du bereit bist, etwas anzunehmen, öffnen sich die Türen deines Herzens. Und zwar so weit, wie deine Bereitschaft reicht. Die schöne Reise von heute kann nur beginnen, wenn wir lernen, das Gestern loszulassen. Fehler gehören zum Leben. Man darf sie nur nicht ohne Erkenntnisse nochmal begehen. Die Dinge loszulassen bedeutet nicht, sie loszuwerden. Sie loslassen bedeutet, dass man sie sein lässt. Akzeptieren, dann handeln. Was auch immer der gegenwärtige Moment beinhaltet, akzeptiere es, als hättest du es dir so ausgesucht. Arbeite immer mit ihm, nicht gegen ihn. Mache den Moment zu deinem Freund und Verbündeten, nicht zu deinem Feind. Das wird dein ganzes Leben auf wundersame Weise verändern. Wer das Müssen loslässt, wird wollen. Wer das Wollen loslässt, wird tun. Wer das Tun loslässt, darf sein. Die Gedanken haben ihre eigene Couleur, welche sich gerne auf die Seele überträgt. Viel Leid und viel Unglück entstehen, wenn du jeden Gedanken, der dir durch den Kopf geht, für die Wahrheit hältst. Situationen machen nicht unglücklich. Sie mögen physische Schmerzen verursachen, aber sie machen nicht unglücklich. Deine Gedanken machen dich unglücklich. Deine Interpretation, die Geschichten, die du selbst dazu erfindest, machen dich unglücklich. Manchmal ist das Loslassen ein Akt von weitaus größerer Macht als das Verteidigen oder Festhalten.
Du findest Frieden nicht, indem du die Umstände deines Lebens neu ordnest, sondern indem du erkennst, wer du auf der tiefsten Ebene bist. Was immer der gegenwärtige Moment enthält, nimm es an, als hättest du es selber so gewählt. Die Hauptursache für Unglück ist niemals die Situation, sondern ihre Gedanken darüber. Sei dir der Gedanken, die du denkst, bewusst. Loslassen bedeutet, zu der Erkenntnis zu kommen, dass manche Menschen ein Teil deiner Geschichte sind, aber nicht Teil deines Schicksals. Das Leiden ist so lange nötig, bis du erkennst, dass es unnötig ist. Anstatt um Liebe zu betteln, beginne damit, Liebe zu geben. Vergiss sie zu bekommen, gib sie einfach. Und ich garantiere dir, du wirst viel bekommen. Manchmal ist es nicht das Schwierigste, loszulassen, sondern zu lernen, neu anzufangen. Indem du die Istheit aller Dinge zulässt, enthüllt sich dir eine tiefere Dimension, eine anhaltende Gegenwärtigkeit, eine unveränderliche tiefe Stille, eine Freude ohne Ursache jenseits von Gut oder Böse. Das ist die Freude des Seins, der Friede Gottes. Die Anerkennung des Guten, das du bereits in deinem Leben hast, ist die Grundlage für alle Fülle. Wo Wut ist, verbirgt sich immer auch Schmerz. Die Wahrheit ist, wenn du nicht loslässt, wenn du dir nicht selbst vergibst, wenn du der Situation nicht vergibst, wenn du nicht erkennst, dass die Situation vorbei ist, kannst du nicht vorwärts gehen. Habe keine Angst vor einem Neuanfang. Diesmal fängst du nicht bei Null an, sondern mit Erfahrung. Wer dich nicht will, wie du bist, hat dich nicht verdient. Denke daran, dass etwas, was du nicht bekommst, manchmal eine wunderbare Fügung des Schicksals sein kann. Ich werde mich nie für dieses Herz entschuldigen, das so leicht bricht, aber so stark liebt. Manchmal denkt man, es ist stark festzuhalten, doch es ist das Loslassen, das wahre Stärke zeigt. Am Ende hat man nicht immer auf das Einfluss, was man behalten kann, nur darauf, wie man es loslassen kann. Unglaubliche Veränderungen geschehen in deinem Leben, wenn du dich entscheidest, die Kontrolle über das zu übernehmen, worüber du Macht hast, anstatt dich nach Kontrolle über das zu sehnen, was du nicht hast. Eine kleine Erinnerung, wie mutig, wichtig, schillernd und wundervoll du bist, selbst an Tagen, an denen du dich nicht so fühlst. Festhalten heißt zu glauben, dass es nur eine Vergangenheit gibt. Loslassen heißt wissen, dass es eine Zukunft gibt. Du kannst deine Vergangenheit nicht ändern. Aber du kannst dich dafür entscheiden, aus ihr zu lernen. Wenn man Entscheidungen treffen muss, braucht man nicht Zeit, sondern Mut. Wir müssen akzeptieren, dass wir nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen werden, dass wir manchmal riesige Fehler machen werden.
Wir müssen verstehen, dass Scheitern nicht das Gegenteil von Erfolg ist. Es ist Bestandteil davon. Schätze alles an dir, was dich von anderen unterscheidet. Du bist gut in dem, was du tust. Lass deine Zweifel los und blühe auf. Du bist nicht im Universum, du bist das Universum. Du bist ein wesentlicher Teil davon. Letztlich bist du keine Person, sondern ein Fokuspunkt, an dem sich das Universum seiner selbst bewusst wird. Was für ein erstaunliches Wunder!